So. Ab jetzt. 3, 2, 1, los, Klappe. Und damit willkommen zum Rennwochenende Project Earth im Circuit der Barcelona Catalonia. Mit dabei heute der James. Hallo. Der Julian. Project Carrrr. Aber ohne den Kampf. Brumm, 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 brumm. Der Carsten lässt sich entschuldigen, der ist leider krank. Aber dafür gibt's Lustiges bei mir zu sehen. Hilfe, mein erstes Project Cast. Der Carsten lässt sich leider entschuldigen, weil er hat die Sitzfleischkrankheit. Der ist limitiert auf 110 km/h, nämlich LKWs oder Busse. Wollen wir mal auf Fahren klicken, ja? Ja, das habe ich schon gemacht. Ich bin schon heiß. Ich bin so heiß. Geht leider nicht. Ich bin jetzt dabei. Halleluja. Oh Gott. Ah, guck mal, da ist das Mayo direkt vor mir. Ja, das kann was werden. I'm gonna tell you. Mayo, you're gonna die. Ich bin direkt vor dir, soll ich mal stehen bleiben? What are you gonna tell me? Was wirst du mir tellern? Idiot, ey, ich fahr einfach an dir vorbei. Für wie blöd hältst du mich? Willst du da eine ehrliche Antwort drauf haben? Nee, brauchst du nicht. Die kannst du nicht beantworten, die Frage. Es ist eine rhetorische Frage. Auf die wir alle die Antwort schon kennen. Ja, sie heißt nämlich nein. Ja, so, ich habe meine Proxy-Strategie schon mal vorbereitet. Überleg mal. Für wie blöd hältst du mich, false? Ich bin doch Informatiker, ich kann doch nur true oder false. Ja, du kannst nur oder eins digitales Gas geben. Ja, true oder false ist eh nur für den Programmierer und Josh weint schon. Wir sind drei Kurven gefahren und Josh weint. Komm, du hast doch deine Rennleitung direkt neben dir sitzen, lass sie dich trösten und dann fährst du weiter. Ja, deine Rennleitung ist die Box frei. Alter! Ich hoffe gerade nur, dass ich Audacity angeschaltet habe, aber müsste ich eigentlich gemacht haben. Wenn nicht, wir haben auch Sound. Also genau. Das sind so diese Automatismen, die man so drin hat. Ja. Kennt man. Ich kenne das. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe genau das gleiche Problem. Manchmal habe ich das Problem, dann habe ich eine geraucht und dann denke ich 5 Minuten später, wann hast du die Zigarette ausgemacht? Das passiert ja noch irgendwo. Ja, Raucherprobleme. Ja, wobei aber sowas hat, kennt jeder so in der Art. Ja, natürlich. Es gibt auch andere Raucher, ja, die zum Beispiel dann, weiß nicht, am Busbahnhof ihren letzten Zigarettenstummel fallen lassen, dann sich denken, oh Moment, ich muss den nochmal aufheben, ich habe noch nicht fertig geraucht. Und dann Putzen den kurz ab und rauchen weiter. Boah, was ich mir mal vorstellen könnte. Ich gehöre zu denjenigen, die ihren aufgerauchten Stummel fallen lassen und sich denken, oh, der Bus kommt ja erst in 10 Minuten, rauchst du noch einen. Ja, rauchst du noch einen, wenn da nur noch, was weiß ich, ein Zentimeter dran ist, dann hebst du... Was, einen ganzen Zentimeter drücke ich nicht aus. Ja, das war heute. Dann ist dem der Zigarettenstummel aus der Hand gefallen, aus Versehen. Und dann, was macht der? Beugt sich runter, hebt den auf. Das mache ich aber auch. Wischt ihn kurz ab und raucht weiter. Das mache ich aber auch. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass da jemand kommt oder vorne kommt ein Bus. Es sei denn, der fällt irgendwie in so eine Rotzpfütze oder so. Dortmund ist eine Rotzpfütze, also. Die Fahrerei, die ich hier ablege, das ist eine Rotzpfütze. Ja, das stimmt allerdings. Ich guck mir das gerade an. Ach, fuck it. Wie, James, guckt sich das an? Hast du schon wieder deine 1,40er Zeit gefahren? Ja, ich bin noch gar nicht gefahren, aber ich denke mir, ich habe noch Zeit. Boah, ich hab grad was voll die geile Runde gehabt. Sau. Ich hoffe, du fällst auf die Schnauze. Alter! Das kann man hinterher machen, wenn man schon was geleistet hat. Ja, weißt du, der wartet erstmal, bis die Deppen dann ihr ausgelaugt. Habe ich die Zeit komplett verfahren, wo ich gerade noch dran denke, hier, ich muss meinen Quali-Sprit ja noch einstellen. Den Rennsprit habe ich eingestellt. Der chillt erstmal sein Leben, der Typ. Der chillt erstmal sein Leben und dann, wenn er nur noch 4 Minuten auf dem Tacho stehen, fährt der 2 Runden. Ja, fahr mal eine Runde, Bestzeit, neu. Ja, genau. Wobei, das hat den Vorteil, das bin ich Erste, wenn der noch nicht gefahren ist. 1,55. Das ist aber verdammt knapp nach hinten, mein lieber Josh. Nach wohin? Ja, ich weiß, die nach war auch hinten. Kacke, weil da hab nach, ich... Nach wohin? Der Josh ist 1,50510 gefahren, der hinter ihm 1,50518. Ja, aber die eine Kurve, da habe ich mich komplett verbremst. Ich habe nicht mehr gedacht, dass er überhaupt noch gewertet wird, weil ich so schlecht... Also, weil ich gar nicht mehr draußen gewesen oder so. Ja, ich versuche die nächste Runde auch mal von hinten zu fahren. Dann brenne ich jetzt meine Runde in den Asphalt, okay? Ja, damit eine 2 steht, damit ich nicht abgehoben bin. Weißt du, eigentlich kommt Hochmut vor dem Fall. Ja, nicht bei James. Nur bei mir in diesem Fall nicht, weil ich kann es mir erlauben, hochmütig zu sein. Bitches. Das ist eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Wäre der Satz jetzt in
Nächster Halt. I'm sorry, ich kenne die Strecke aus vielen, vielen Jahren Formel 1 spielen. Ich mochte sie nie wirklich. Auch den Umbau mit der Schikane am Ende mag ich nicht so wirklich, aber im Großen und Ganzen gefällt mir die Strecke eigentlich doch. Also ich finde die auch cool, weil vor allem hat man nicht cool. So komische Bodenwellen da drin. Erst bin ich zu spät gebremst, hat eine Kackkurve hier. Die hat einen schönen Fluss, die Strecke. Voll der Flow hier. Mit was für einer Wassertextur? Die hat einen schönen Fluss. Ja, das stimmt. Das ist nicht so hektisch wie in anderen Dingern. Das ist so irgendwie... Man fährt echt angenehm. Es ist nicht so... Man wird zwar warm, aber jetzt nicht so warm. Was auch dran liegen kann, dass draußen irgendwie kühler wird, aber nö. Ah, jetzt bin ich aus der Kurve gefahren. Ja, aber nö. Warm wirst du nicht. Nee, es liegt nicht an draußen. Oh, schön. Die Mauer hat verhindert, dass ich mich drehe. Das ist aber nett. Dankeschön. Was, du drehst nicht? Dann will ich aber kurz meine Aufnahme überprüfen, weil sonst... ist die Aufnahmewitze sind auch nicht lustig, tut mir leid. Nee. Irgendwie nicht mehr. Oh, 1,49,4. Bei der Kurve muss ich echt noch rausfinden, wie ich die zu fahren habe. Die fahre ich so immer scheiße, selbst wenn ich mit dem roten in der Mitte, diese Lehmkurve, ja, da habe ich auch so meine Probleme. Da, ich habe gerade auf, was weiß ich, 20 km/h runtergebremst. Dann habe sie trotzdem scheiße genommen. Ah, wie viel hast du runtergebremst? 20. Echt? Ja. Solltest du vielleicht ein bisschen mehr einlenken. Nee, macht man nicht. Ich hab den Anfahrwinkel schon scheiße gemacht. Oh, jetzt hab ich sie ausnahmsweise mal gut genommen. Also die Kurve. Ja. Sag das mal, zu deiner Frau. Ja, schön. Ich bin 12. Der gleichen Zeit wie gerade. Aber 11. 1,52 schießt mich tot. Was? Aber dann kannst du doch gar nicht mehr fahren. Armer Tag. Egal. Nee. Ich finde das nicht korrekt. Nee. Okay. Nee. Okay. Weil es ist auch nicht fair und so, weil ich... Nee. 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 Nee, finde ich nicht okay. Nee, das finde ich echt nicht okay. So den Cornel, den hauen wir hier mal aus der Corner raus. Oder auch nicht. Er haut mich raus. Was, James, habe ich gehört? Was? Du hast mich gehört? Cool. Du hast gesagt, hast du gehört, Julian. Ja, hast du gehört. Finde er nicht okay. Ja, finde er nicht okay. Nee, finde er auch nicht okay. Weil es einfach so. Nee. Weil es einfach ist. Ja. Nee, ist es nicht. Es gibt natürlich auch noch andere Stromanbieter. Es gibt nur noch andere korrupte Stromanbieter. Aber wie kommst du jetzt darum? Energy zum Beispiel. Mein Strom ist gelb. Yellow-Strom. Wenn ich Strom aus der Leitung getroffen habe, dann ist da auch immer so eine gelbe Radio Pfütze. Energy ist der korrupte Strom. Was fahren denn da gerade so viele hier rein? Das ist doch kacke. Ich möchte meine Zeit ohne KI da um hier rumfahren. Aua. Oh, scheiße hier. Johnny, geh da mal weg hier. Ich weiß, du bist Dritter, aber schieb mal deinen Arsch da von der Strecke. Nee, weißt du, ich fahr so, ich hab den gerade extra überholt, so richtig schön. Und dann drängen da sich 4, 5 Leute auf einmal aus der Box da wieder raus. Ja, jetzt hat er mich überholt, 1, 8, der Dreck 40, ist. 2. Das ist kacke. Der James macht hier mal eben einen auf hochmütig. Jetzt habe ich eine neue Bestzeit, aber das ist ein Dreck ist vor mir. Ne, die wird nicht gut. Ja, schieb mich nur raus. Machst du gut, ey. 48, 49. Ich möchte gerne den Dreck ist da vorne weg haben. Oh, effektive Möglichkeiten, KI zu beseitigen. Jetzt ist gerade so das Ziel. Ach komm, machst du noch eine 47 draus. Oh Gott! Ich fahre einfach so gut, wie es geht. James. Nee, hab ich gerade nicht. Okay. Also mein Ziel ist immer einfach fahren. Meins auch. Ach, Dreck ist. No, nein, das ist rot geworden. Das war so gut. Oh. Das Manöver war, aber das war erste Sahne. Josh steht an der Ampel und sagt, no, nein, es ist rot geworden. Nein, die Zeit ist rot geworden. Okay, jetzt hat's mich komplett versemmelt. Die Runde war jetzt echt scheiße, ey. Ich warte dann mal, bis da ein paar Leute weg sind. Okay, Mario. Wir haben übrigens unsere Ausrutschkontrolle wieder angekriegt. Also wir fahren wieder im Noob-Modus. Es ist denen gar nicht aufgefallen, dass sie nicht an war. Du fahr da mal. Wer ist die 27? Ich bin nicht die 27. Oh lol, wo bin ich denn 5. geworden? Ach, mit meiner 1,51er Zeit. Wird doch richtig spannend hier. Vielleicht kriegen wir mal wieder 1, 2, 3, 4 hin. Ach, dann war der Mario das.
Alter, komm schon. Jetzt wird ja, das wird jetzt ja. Das wird irgendein das Gefühl wird, sagt mir, dass das wir nicht wird, hier 1, 2, 3, 4 bekommen. 47. Ja, dann bekommen wir die 1, 2, 3 und die 26. Boah, das war jetzt 25 gemein. Das war jetzt gemein, es tut mir leid. Ja, das war echt gemein. Ich habe tatsächlich nur 25 Autos im Rennen, weil ich den Slot von Carsten extra freigelassen habe. Oh. Falls er noch nachjoint. Sweet. Ich muss mich dran gewöhnen, dass er 1,49, weniger 1. lenkt, wenn ich bremse. Ey, dass der Tag einfach hat sich einfach so vor mir gesneakt. Einfach so. Ey, wie geil ist das denn? Wenn der Tag jetzt das Schnellfahren für sich entdeckt hat, dann muss ich ja noch einen draufsetzen, ne? Oh, scheiße, mein Sprit geht alle und ich hab's nicht bemerkt. Deswegen habe ich auch meine 1,49 gekriegt, weil der Sprit immer weniger wurde. Oh, die KI ist super nett, ey. Nein, ist sie nicht. Ich glaube, das war auch ironisch gemeint, Josh. Dabei. Jetzt habe ich da schon wieder so einen Timothy da vor mir, Mann. Der Timothy? Ach, den Timothy, den habe ich vorhin auch schon kennengelernt. Nee, weil das ist, du hast eine gute Zeit und dann fährt er irgend so ein Arsch, bremst irgendwie voll früh und so und da. Da. Na, Kackmanöver, ey. Vielleicht hat's da was gebracht. Ey, ganz ohne Scheiß, ich fahr die Runde zu Ende, wenn ich danach liegen bleib, spawn ich mich in die Box zurück. Hauptsache die Zeit wird gut. Leistungsoptimiert. Ach, scheiße, Mann! Lernen Sie jetzt. Effektives Fahren mit der Tack. Ja. Ja, das war jetzt kacke. Ich fahr zu übermütig und ich weiß es und ich mach's trotzdem. Mutter bremsen, wenn die Linie rot ist. Zu gierig. Ah, das war jetzt ganz schlecht. Das ist 49,5. Mist. Aber ich habe verhindert, dass da gerade jemand auf die... Und jetzt hat das Auto gesagt, nee, ich will nicht mehr. Ach, wegen der Motorbeherrschung oder was? Bin dann soweit fertig. Ich bin 1,5 Sekunden schneller. Motorbeherrschung oder was ist los? Nee, ist nicht besser geworden, die Zeit. Schade. Gucken wir mal beim Jahrtag. Gucken wir dem Jahrtag mal ein bisschen zu. Wenn ich jetzt mich in die Box zurückgesetzt habe, ist wieder vollgetankt, ne? Ja. Gut. Ich versuche nochmal zu verbessern. Das ist immer gut. Weil dann wird man tendenziell besser. Okay. Und der Osch 49,4. Ah, das war's aber. Ah, das war's kacke. Da habe ich bestimmt. War ein bisschen weit raus, ja. Da habe ich jetzt 20 bestimmt liegen lassen oder so. Okay, dann hat sich auch wieder verrädelt, ist auch kacke. Also für eure Problemkurve weiß ich, wo ich bremsen muss. Welche Problemkurve? Die rote. Die mit dem roten, ja. Die nach der Geraden kommt. Die jetzt kommt? Ja. Diese enge Linkskurve. Da ist nämlich vor der 100 Meter ist ein Schatten von einem Baum. Hast du dynamische Zeit eingestellt? Nein. Wenn ja, dann verändert sich dieser Schatten. Ja, vor gegen Ende bremst er dann immer so. Gegen Ende bremst er in der Kurve. Josh, das ist mir sogar tatsächlich relativ egal, weil ich weiß, von welchem Baum der Schatten kommt. Dann achte ich nicht mehr auf den Schatten, sondern auf den Baum. Oh der feine Herr. Das wird jetzt aber eine geile Runde. Sehen, ob der Josh meine Zeit frisst. Ja, klar, mit Haut und Haaren. Nom. Nee, wie fährst du gehabt? Ja, und wie sie gefressen hat. Die war schneller, deutlich. 1,48,9. Wie ich sie gefressen habe, aber komplett. Ja, jetzt komplett. Ist sie weg. Ja, 1,47,7. Jetzt gibt es morgen schönes tragen. Wetter. So weg ist die. Morgen, so also, weg ist die, dass also der ganze Winter existiert nicht mehr. Jetzt muss der Josh nur noch 1,1 Sekunden schneller werden. Ja, das schafft er nicht. Vor allem nicht mit dem Sprit und nicht mit den Reifen. Ich bin auf dem dritten, bin ich zufrieden. Ist ja nur die nicht mit dem Sprit und nicht mit den Reifen. Auf das Rennen später. Aber minus 0,3 habe ich jetzt schon im ersten Sektor wieder. Du hast minus 0,3 Verfrühung, dann bleibt man noch ein bisschen stehen. Der Mario hängt mitten im Verkehr. Ja, sieht man, ne? Mario steht da an der roten Ampel und hupt. Ich habe gerade schon die Lichthupe gesucht, der Verkehr geht mir auf den Sack irgendwie. Scheiß Feierabendverkehr. Ja, der Verkehr geht dir auf den Sack, ja, okay. Ja. Aber der Mario hat sich auch für ein Auto entschieden, was eins der im schwierigsten zu beherrschenden ist. Aber wahrscheinlich auch eins der mit dem besten Potenzial oder so ein Scheiß. Sonst habe ich aber auch digitales Gas geben gemacht. Was mit dem am schwierigsten zu beherrschen, sagt er mir jetzt.
Ja, hättest du mal unser Project Cars Videos geschaut. Naja, Mario, wenn du ein Auto lernst, dann ist es eigentlich egal. Wenn du dich an das Auto gewöhnst, dann kriegst du das irgendwie unter Kontrolle. Nee, ich wollte ja ursprünglich eigentlich den Z4 fahren, den habe ich gar nicht in den Griff gekriegt. Z4? Bist du bescheuert? BMW sind so ziemlich die undankbarsten Autos, die du fahren kannst. Also was Aber der klingt angeht. Geil. Ja, der klingt geil, aber was Rennsport angeht, sind die undankbar. Also zumindest im Project Cars. Der alte BMW bricht aus, der Z4 bricht aus. Nee, nur im ersten Gang. Weil es wird nochmal eine Zeit. Das wird nochmal eine Zeit. Der Josh fährt noch eine Zeit. Das wird nochmal eine Zeit, erst 48. Nein, du bremst viel zu spät auf die Kurve. Ja, ne? Puh, jetzt bin ich raus. Ich weiß, welchen Baum der James meint. Mario, da sind in der Kurve auf der rechten Fahrbahnseite sind zwei so schwarze Schilder, genau zwischen jetzt den beiden musst du bremsen. Okay. Ich weiß, welchen Baum du meinst, James. Reicht der so ein bisschen über die Strecke drüber? Ja, der Schatten geht auf die Strecke drauf. Ja, ich habe jetzt auf den Baum geguckt, auf den Schatten eher weniger. Aber ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Kurz vor dem 100-Meter-Schild, kurz vor der Mauer, die da rechts anfängt. Ah. 47, 48, 49, nur schlecht. Ah, Mist! Ach, der Attack ist da. Hallo, Attack. Hallo, Josh. Bin ich jetzt zu langsam? Ich warte mal, ich lasse ihn mal vorbei. Danke. Fahr du mal. Ist eh Einführungsrunde. Ich bin mal. Ich guck dir mal zu. Ich bin mal dein Kameramann, ne? Herzlichen Dank. Ich bin zufrieden mit mir in der Zeit. Ich hab gerade mal Boxenjob gemacht, hab mir neue Reifen drauf gemacht, hab mal ein bisschen Zeug aus dem Tank gesogen, hab bis nur noch 20 Liter. War lecker. Bisschen Sprit gedankt. Ja, warte, du rausgezogen oder getankt? Noch 10 Minuten. Ja, selber getankt und aus dem Tank gezogen. Ach so. 10 Minuten. Also den alten rausgezogen und dann den neuen rein. Ja, genau, in den anderen Tank. Oh, war aber spät. Dann machen wir noch ein wenig Sprit. Ich bleib trotzdem mal hinter dir. Dann ich bin jetzt dein persönlicher Kameratyp. Setz dich auch noch mal eine Runde. Er setzt ein Ründchen. Das hört sich an wie so ein Häufchen. Ich setze 50 Cent. Ich nicht. Er setzt eine Runde wie ein Häufchen. Ja, genau. Spiel mir das Lied vom Kurt. Ja. Oh, darf er das? Warte mal. Baum rechts oder links? Ach, rechts. Genau, der so ein bisschen über die Strecke guckt. Ja, da war ich. Ich war, glaube ich, ein Baum zu früh. Und ich ein Baum zu spät. Aber ich warte mal. Ich erst mal ein bisschen Abstand auf dir, damit ich die nächste Runde schön wieder raushauen kann. Oh, James, dein Tipp war gut. Ja, weiß ich, dass der gut ist. Ich bremse ja doch selber. Und James, ich glaube, auf James Tipps kann man sich echt verlassen, ja. Ja, das stimmt. Wenn der James. Mario, das Beste, was dir im Qualifying passieren kann, ist, wenn James dir zuguckt und dir Tipps gibt. Und Bremspunkte verrät. Genau. Ja, aber bei Mario muss ich immer gucken, dass ich ihm auch die Bremspunkte verrate, die er auch sehen kann, weil nach der langgezogenen Rechtskurve am Anfang meinen Bremspunkt sieht er nicht. Da ist so ein kleines pinkes Pixelchen. Das Pixelchen ist ganz weit links. Da ist vor der Brücke auf der linken Streckenseite so ein kleiner dunklerer Fleck. Ich sehe den. Mit deinem 50.000 Zoll Monitor. Nee, ist ein 20 Zoll Monitor. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der war's nicht. kurz vor dieser Brücke, die da ist. Digitales Gas geben. Ja, er hat die Hände schon vom Lenkrad weggenommen, das war mir schon zu schnell. Nicht viel, aber ein bisschen. In der einen eurer Problemkurve, da greift er bei mir tatsächlich immer ein bisschen um. Nur, dass er halt du ist. Irgendwie. Er ist halt du. Und du bist er. Ja, das Problem. Er ist du und du bist er. Wir sind wir. Das allein ist unsere Schuld. Oh, das war mal eine super Zeit. Club minus 3. Oh, Wahnsinn. Mario, aber bei 3 musst du stehen bleiben. Ja. Er ist jetzt 1,56 gefahren. Da musst du stehen bleiben, also Motor aus, Türen auf. Also minus 3 ist echt, also das geht nicht. Also minus 3, nee. Mm. Da musst du jetzt halt auf den schönen Abfahrt. Also bis 2 ist noch kritisch, aber 3 geht gar nicht. Das ist von einem Aachen-Addon.
musst du drauf warten, Mario. Ja, ja, ich weiß. Wenn du das nicht hörst, dann brauchst du gar nicht erstmal loszufahren. Gar nicht losfahren. Oder die tollen weißen Abfahrtssignale da. Meine Zeiten werden schlechter. Meine werden gerade echt besser, unglaublich. 46, 47, oh, 48,2. Also weniger jetzt langsam Tank. Muss ich mir, jetzt langsam muss ich mir echt Gedanken machen. Ja, ja. Okay, jetzt nicht mehr. Das war jetzt so versemmelt, die erste Kurve. Ich muss mir Gedanken machen. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, das reicht auch nicht mehr für. Das reicht sogar noch mal für eine Runde, aber trotzdem. Ich sehe wie so ein gelber Dreck ist vor mir da. Das kannst du wieder nicht sein. Ich möchte meine Strecke gerne für mich haben. Meine Strecke also, ist meine Strecke. So. Ja, ich, mit dem YouTube-Mann, der sagt, halt die Strecke ja wohl, also, boah. Ja, klar. Den krieg ich gekauft und komplett umgeteert. Nochmal neu geteert, ne, die ganzen... Ja, dass da überall so, ja, Profilbilder auf dem Asphalt sind. Ja, und die Reifenspuren weg. Ja, das sowieso. Ja, das nächste Mal bitte nur, Rennschuhe mit hellen Sohlen benutzen, damit man das nicht so sieht. Weil die Strecke gehört jetzt nämlich dem Yard. Ja, kennt ihr das auch nicht. So solche Turnhallen-Hausmeister. Nein, da darfst du nur mit heller Sohle rein und. Die sind aber streifenfrei. Mir egal. Ja, aber die Weißen machen da noch viel mehr Streifen, die nicht streifenfrei sind. Ja, ist mir egal. Es ist da vorne schon wieder so ein arschlahmes gelbes Ding. Und nein, ja, ich hab nicht gerade auch so ein Arschlahm. Nein, ich bin nicht gelb, ich bin weiß-rot. Nee, der Takt, der ist vor dem gelben langsamen Ding. Wie viel das Zeit muss ich auf dieses komische gelbe Ding da lassen, damit ich nicht mit ihm kollidiere? Du kannst es auch einfach überholen, das gelbe Ding. Nee, dann bin ich bei dir. Ach ja. Und das lenkt mich ab. Nee, das lenkt mich dann ab, wenn ich bei dir bin. Oh, 1,49,3. Boah, das war schon mal besser. Oh scheiße, der Sprit geht wieder leer. Ja, deswegen werden die Zeiten so gut. Aber neue Reifen auf der Strecke bringt es echt, das habe ich jetzt schon mal festgestellt. Selbst nach 20 Minuten Qualifying. Ja, wir hatten so, ja so ein bisschen meine Notiz mehr als an mich. Meine Notiz an mich im Rennen. Reifen wechseln, ja. Ja, definitiv. Ja, meine. Jetzt fährt da schon wieder so ein Mensch. Arsch aus der Box raus. Ich habe extra gewartet. Ich habe extra gewartet. Jetzt ist da so ein. Jetzt habe ich mich ja vorhin so aufgeregt, dass mir das Warm-up fehlte, ne? Ja. Das kommt ja erst nach dem Qualifying. Ja. Das 5 Minuten Pipi-Pausen-Warm-up. Ja. Ich glaube, ich schneide das einfach danach das Rennen. Schneidest du nach das Rennen das 5 Minuten Pipi-Pausen-Warm-up? Nein, das, was wir davor so gequatscht haben. Ach so. Geht's jetzt los? Nein, es geht nicht los. Doch, es geht los, da oben steht, es geht los. Nein, es geht nicht los. Das macht der Josh jetzt nur, damit die Zuschauer bei ihm nämlich nach das Rennen. Boah, genau, damit ihr die ganze Folge. Bleib bis zum Ende dran, es gibt ein Gewinnspiel. Ja, genau. Bis zum Ende dranbleiben, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr könnt nichts gewinnen. Meine Aufmerksamkeit. Da haben wir jetzt aber auch alle was von. Ihr könnt eine Kommentarantwort von eurem Lieblings-YouTuber Jaja gewinnen. Genau. Alter Typ. Wie abgehoben muss man eigentlich sein? Gerd Zahl, fahr bei, bitte. Bei demjenigen, der es zuerst richtig beantwortet, schreibst du dann als Antwort richtig. Und ja. Das ist dann auch gleichzeitig der Gewinn. Ja, und der Smiley, der dahinter noch kommt, also dann wird's schon, boah. Wäre der Gerd Zahl nicht gewesen, ne? Dann hätte ich mir die Rechnung geholt. Dann wäre es vielleicht ein Gerd Buchstabe. Ja, die KI, Weil dann hätte ich meine Zeit nochmal verbessert. Deswegen kriegt der Gerd Zahl jetzt einen auf seine Buchstaben, doch. So. Da wird also, Josh, eine Kanzel noch. Gerade in dem Moment ist mein... Ja, aber ich hab doch schon wieder so ein Michael Lörres da vor mir. Das ist von Lörres. Bleib da in der Schikane doch an. Ja, jetzt ist zu spät. Aber du hättest da einfach stehen bleiben können und ein bisschen wegfahren. Ja, beschleunigt. Das hab ich vorher gemacht, aber... Das habe ich gemacht und dann ist da vorne... Nach der, da wo die wieder reinkommen von dem Boxenstopp, sind da 3-4 am Stück da wieder reingekommen. Das hat mich so dermaßen angepisst. Man nennt es auch Boxenausfahrt. Ja, aber ich hab den Attack da vorbeigelassen, weil ich gesehen habe, es ist eh meine Einführungsrunde und ich will mal kein Arsch sein. Und da steht ein Attack in der Kurve. Ja, der hat keinen Sprit mehr. Ein Attack. Der schiebt jetzt. Boah, wenn der noch eine bessere Runde hinbekommt. Der sein Audi liebt, der schiebt. Ja. Richtig. Ich sag mal zurück zur Box. So, ich brauche nicht. Was sagst du mal, hat der Sprachsteuerung? Boxenmonitor.
zurück und guck mal dem Josh zu. Der Josh ist gerade von angepisst, weil er... Der Yatake geht zu Fuß zur Box und singt I'm walking. Michael Loris vor sich hat. Kann ich mir ja, die Daten anzeigen lassen von dem Josh? Ach, ja, der macht gerade digitales Gas geben. Ah, das ist die schlechteste Runde ever, ey. 0. Minus 1. 0, 1. Was, minus 1? Ja, minus 1 ist voll bremsen. So, negative ja, Beschleunigung, kennst du? Ja. Nee. Man nennt es auch verzögern. Oh, nee, ich will nicht Steam öffnen. Nein. Nicht. Aber das sieht man, dank OBS sieht man das. Ach, guck mal, Joshs Beschleunigungs- und Gasgebenwerte. Josh tritt gerade voll in die Eisen, jetzt. Ja, weil er so ein Idiot war. So, jetzt eine Runde schaffe ich. Guck mal, jetzt hat er die 1 gemacht. Nee, jetzt schaffst du keine mehr. Hier sieht man Joshs Lenk- und Beschleunigungspunkte, ja. Interessant, ein wissenschaftliches Experiment. Josh, dein Sprit geht leer. Ja, ich hab den extra so gemacht, also ich hab mir nochmal was rausgesaugt, hab ich ja erzählt. Ja, jedes Mal, wenn der Josh bremst, ja, dann ist er am B-Punkt. Und wenn er Gas gibt, ist er am A-Punkt. Dann ist er auch am B-Punkt, am Beschleunigungspunkt. Ja, dann hätte er auch einen anderen... B1 und B2, ne? Jetzt fährt das wieder so ein... Warum fährt der jetzt doch eigentlich auf die Strecke, der Typ? Dann hätte das auch fürs Gas geben, hätte man auch das den anderen Buchstaben. Nein. Hier ist mir mein Sprit ausgegangen. Gute Kurve. Mir guckt keiner zu, das finde ich sehr gut. Ach, guck mal, Mario, das können wir doch einrichten. Warte, wie weit scroll ich jetzt zurück? Das ist schon gemein. Nein, ich bin hier auf Position. Mario, du hast auch keinen Sprit mehr. Doch. Bei mir blinkt rechts die Anzeige. Ja, aber das ist ja nur fast leer. Dann ist es vielleicht von mir die Anzeige. Ja, könnte gut sein. Oder ich mache hier... Ich hab genug Sprit und ich hab das auch. Oder ich mache hier gerade vielleicht den Christbaum, ja, also... Aber bei mir ist noch halb voll. Also es ist ja dieser nette Balken auf meinem Cockpit-Display. Nein. Das hey, sind... Das ist da die Zahl rechts unten in der Ecke. Ui! Abmoderation. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüssi.